Also Mariechen. Jetzt ist es soweit. Was ist soweit? Heute eröffnet wieder der Nürnberger Christkindlesmarkt. Ja, das haben wir jetzt oft genug drüber geredet. Ja, aber es ist wichtig, dass es heute ist. Aber was ist auch immer, am Tag der Eröffnung des Christkindlesmarkts ist auch noch eine Tradition. Ja, was für eine? Da findet die erste Aufführung vom Grinskistlersmarkt in der Komödie statt. Ach, das Geschmarri kommt wieder. Ja, alle Jahre wieder. Das ist uns auch schon 35 Jahre. Nein, seit 1990. Nee, aber es ist schon lang. Das ist 23 Jahre. Und wenn wir wieder jeden Abend auf die Bühne und denen was sagen. Ja, da reden wir über Weihnachten. Ne? Das ist schön. Ja, freu mich schon wieder heute Abend. Das spielen wir jetzt wieder bis Ende September, bis 17. Dezember. Ne? No, fast bis kurz vor. Bis kurz eine Woche bin auch davor, also zuvor die. Grins? Wie kommt man hier auf den Namen? Grinskistlers? Na, weil jeder, der auf den Christkindlesmarkt geht, geht einen Glühwein trinken oder zwei. Und plötzlich kriegst du das Grinsen nicht mehr raus aus dem Gesicht, weil sie ein bisschen psuffen sind, einen Schickerer haben. Ne? Und dann Schwips. Ein Schwipsi. Und dann lachen die und es ist der Grinskistlersmarkt. Da gehen wir auch hin. Da sind wir dabei. Wo? Am Christkindlersmarkt. Am Grinskistlersmarkt. Aber wann kommen wir dann am Christkindlersmarkt? Wahrscheinlich gar nicht, weil wir jeden Abend beim Grinskistlersmarkt sind. Dann müssen wir einmal tagsüber zum Christkindlersmarkt. Das ist ja nicht dunkel, da macht es keinen Spaß. Stimmt. Dann hocken wir uns die Sonnenbrillen auf, dann ist Nacht für uns. Also, dann sehen wir uns entweder am Christkindlersmarkt oder am Grinskistlersmarkt. Sie haben die Entscheidung. Ade, bleib schön.